Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Ladies and Gentlemen, willkommen zum Rennen in Singapur, aus Singapur oder von Singapur oder wie auch immer ihr das nennen magt. Unsere Startposition ist nicht optimal. Ich starte nur von Platz 10. Die Gegner sind sehr stark hier. Ich habe aber auch dumme Sachen gemacht. Ich starte mit ziemlich kaputten lilanen Reifen. Also, nee, rosa, lila, pink. Hypersofts. Nennen wir sie Hypersofts, dann weiß jeder, was ich meine. Ich habe da drauf 2 Runden rumgenudelt, das wollte ich sagen. Weil eigentlich, ja, keine Ahnung. Ich wollte unbedingt ins Q3 kommen, weil normalerweise muss ich das ja. Und hätte ich es mal besser gelassen, hätte ich jetzt freie Reifen, weil so mit den, das ist alles ein bisschen blöd. Ja, da müssen wir jetzt durch. Aber die Gegner sind verdammt stark oder ich bin verdammt schwach, das weiß ich noch nicht so genau. Die Strecke ist verdammt schwer, das kennen wir ja. Das sind wir schon im 5. Jahr hier, meine Güte, was erzähle ich eigentlich hier? Ich denke mal, dass ich von Hypersofts dann auf die Roten gehen werde und dann mit 1-Stop durchfahre. Ich glaube nicht, dass ich zweimal die, wenn ich überhaupt eine Rote habe, das ist, achso, das kann man ja direkt mal nachgucken, ob ich weiß nicht, ob ich Rote habe. Achso, das, weiß ich nicht. So. Gelbe! Achso, gibt's gar keine Roten hier. Hoppla. Wie kann ich dir... Nee, das... immer dieses... So, und jetzt Abstand hinzufügen. Ah. Jetzt auf gelb. Entfernen. Und entfernen. Geplante Renndauer plus 12 Sekunden. So ein Boxenstopp dauert länger. Dauert doppelt so lang. Das kann man doch... machen wir das doch so. Ohne Gewehr. Ja, gut, dann wollen wir mal. Ah, wir starten 9. Da hat sich wohl einer noch eine Strafe eingehandelt. Naja, auch nicht viel besser. Meine Reifen blockieren wieder, wieso? Hallo. Ach, das Differential. Wir hatten das Differential so hochgestellt. Nicht, dass das ein falsches Setup ist. Oh, die Bremsen sind kalt. Oder mein Poti ist noch nicht richtig eingestellt. Ich weiß es doch auch nicht. Gott, die blockieren hier richtig. Was ist denn los? Leider kann ich mir das Setup jetzt nicht mehr angucken. Muss ich neu starten bei mir. Das fühlt sich aber gerade nicht in Ordnung an. Bremsentemperatur. Aber okay. Die blockieren sofort. Ich muss mal in die Steuerung gucken. Da kann irgendwann nicht stimmen. Das ist nicht die Steuerung. Das ist nicht Steuerung. Kalibrierung. Okay, ich hatte gerade nach dem halben Pedalweg schon 100%. Wie gesagt, das Poti ist nicht mehr in Ordnung. Das muss erstmal ein paar Mal richtig betätigt werden, damit das wieder richtig erkennt. Jetzt geht's wieder. Das heißt, ich hatte beim halben Pedalweg schon 100%. Das erklärt natürlich alles. Gaspedal ist in Ordnung. Ja, ich muss hier ordnen, ich muss neue reinbauen. Ich hab die ja hier. Ah, jetzt geht's. Ach so, Hinweis, wir fahren kein 100% Rennen, ne? Nur mal so für Information. In Singapur tue ich mir das nicht an. Es kommen noch ein paar Strecken, wo man das nochmal machen könnte. Sowas wie Japan, Brasilien oder auch Mexiko, USA auf gar keinen Fall, Abu Dhabi. Nee, als Finale wäre das natürlich ganz gut geeignet, aber ich mag die Strecke nicht.
Ja, fahr durch! Jawohl. So, dann Mikro noch ein bisschen weiter wegstellen. Draußen schneit's, wunderbar. Also jetzt nicht viel, aber ein bisschen. Es ist arschkalt draußen. Ich war nur gerade kurz mal in der Mülltonne. Das sind so 2 Meter aus der Haustür raus. Kalt. Mit kurzer Hose wohlgemerkt. Die Nachbarn haben die auch nicht geguckt, als wäre ich sonst ein Vollidiot. Egal. So, ich will fahren. Danke. 31 Runden. Nein! Ah, jetzt ist mein Bildschirm schwarz geworden. Woran? Dann muss das doch am Kabel liegen. Ich habe jetzt alles andere ausgetauscht. Ich habe einen anderen HDMI-Ausgang benutzt. Eingang am Fernsehen, nicht Ausgang. Macht keinen Sinn. Eines der beiden Kabel ist es. So. Ja, also da kann ich jetzt wirklich nichts für. Ich habe nichts mehr gesehen. Wieso? Der hat eine Kollision mit mir verursacht. Der Wagen verhält sich mega scheiße wieder. Ich habe keine Chance, an die Gegner ranzukommen. Die ziehen weg. Gut, klar, die ersten 3 Runden nutzen jetzt ihre Batterie. Das ist normal, das kennen wir ja schon. Aber das ist schon abartig, was die da... Ich komme hier um die Kurve rum. Was ist denn los? Sind die Reifen schon so runter? Ich habe vorne keinen Grip. Ach, ich habe einen kaputten Frontflügel. Jeff, warum sagst du nichts? Das erklärt natürlich so einiges gerade. Ja, dann. Right, come in at the end of this lap. Das macht keinen Sinn. Ich hoffe nur, dass die Reifen noch reichen. Die sind jetzt schon bei Start und Ziel nach 2 Runden. Ja, damit sind wir letzter. Läuft. Some information on Hartley. They're slowing down. Jetzt interessiert mich, was Hartley macht. Das ist weder mein Teamkollege, noch habe ich mit dem irgendwas im Wärmkampf zu tun, noch sonst irgendwelche Sachen, Jeff. Denk doch mal drüber nach, bevor der irgendwas von dir jetzt. Dankeschön. 7,2 Sekunden, das geht eigentlich.
Mit Flügel wechseln geht das. Okay. So. Aufpassen. Reifen. Hart. Kalt. Den Fehler habe ich schon oft genug gemacht. Und richtig beschissene Boxen. Ausfahren. Alles klar. Nachdem ich im freien Training diese Reifen gefahren bin, habe ich mir eigentlich geschworen, die packe ich nie wieder an diesem Wochenende. Hat super funktioniert. Boah, sind die rutschig. Ach du Scheiße, was ist das denn jetzt? Bremsdruck mal ein bisschen nach hinten verteilen. Sekunden, merken wir uns mal. Ob ich denn wenigstens aufholen kann auf die letzten. Ja, deutlich.
Uiuiui. Sekunden oder der schrumpft. Gefühlt fahre ich gerade 3-4 Sekunden schneller pro Runde. Die Leitplanke war nah. Warum ist der Vorsprung jetzt wieder groß geworden? Ach, weil ich nicht mehr letzter bin. Das war gar nicht der Vorsprung. Da war der Rückstand, der Vorsprung auf Perez jetzt. Teamkollege ist in der Box. Ich habe mich mal die halbe Strecke umrundet. Sieben Sekunden vor Rückstand nur noch. Hier, komm, acht, juhu!
Ich sehe sie, ich sehe Gegner, ich sehe echte Autos, Wahnsinn. Nee, schon wieder? Oh mein Gott. Die arme Sau. Da steht er. Naja, immerhin schon mal 18 da.
Ah, jetzt fährt er rein. Ich will den Punkten. Juhu. Wagen vor mir. Verstappen ahead. The gap to the car ahead is 5.4 seconds. They're on fresh softs. Their tires are 2 laps old. The time last lap was a 1 minute 38.8. Acht, da bin ich aber deutlich schneller. Ich glaube, Verstappen hängt da irgendwo fest. Normalerweise müsste er deutlich schneller sein.
Ja, der hängt da fest. Ich glaube, hinter dem Alpha. Jupp. Hinter dem Alpha. Fuck!
Die willst du auf dieser Kackstrecke überholen. Das geht gar nicht. Ich habe schon wieder einen schwarzen Bildschirm. Ach komm! Sicher, Ricciardo, sicher. Die Reifen sind kaputt. Thank you.
Hui, hui, hui. Hey, Verwarnung, ja, okay. Ein wenig verschätzt. Oh, da ist Bottas da vorne.
Also Bottas können ihn noch kriegen. Den hätte ich nicht kriegen müssen, wenn ich mich da nicht verbremst hätte. Beziehungsweise verdreht. Also ja, beides. Kommt auch von Dörnchen langsam näher. Ah, sehr schnell.
Fahrer vor mir. Pitting this lap then. Come into the pits at the end of this lap. What the? Fahrer vor mir. Confirmed. We'll receive you at the end of this lap. Okay. Driver in front of me. Verstappen is ahead of you. Our gap to the car in front is 5.9 seconds. They're on old softs. Their tires are 18 laps old. The time last lap was a 1:38.7. Da vorne ist er schon. Na, wir gehen die Runden leider aus. Oh, die Reifen sind noch harmlos. War krass. Okay, das gibt keine Strafe mehr. Doch, es hat doch eine Strafe gegeben. Nein! Nein, das kann nicht sein! Ich habe in der letzten Kurve noch einen Platz verloren. Ich bin so doof. Es war ein großartiges Rennen und eine erstklassige fahrerische Leistung, die Red Bull heute den Sieg eingebracht hat. Also Stefan, wie hat er das denn angestellt, sich heute so vom Feld zu lösen? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Hier kommen die heutigen Sieger dieses wirklich tollen Rennens. In letzter Zeit haben alle hart an der Perfektionierung der Autos gearbeitet. Und last but not least können sie die Früchte der Arbeit ernten. Red Bull stemmt die Trophäe in die Höhe.
sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Das war nicht das beste Resultat für unseren WM-Führenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Nach dieser Leistung muss es eigentlich Charles Leclerc sein. Sehr sauber, sehr souverän. Mit diesem Rennen kann er wirklich zufrieden sein. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Red Bull hat die Führung in der Rangliste übernommen. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ach, da verliere ich nochmal 2 Punkte der letzten Kurve. Ich bin so doof. Ich glaube aber, das war nicht das erste innere, der innere Curb, sondern erst dann das zu weit rausfahren. Wirklich so kurz vor der Ziellinie. Naja, gut. Ich bin trotzdem zufrieden. Von 9 auf nach ganz hinten auf 5. Mit 2 Drehern wohlgemerkt. Also rein theoretisch hätte ich den Verstappen auch noch kriegen können. Aber gut, rein theoretisch hätte, wäre, weiße. Aber der Vorsprung von Ricciardo auf Leclerc mit 47 Sekunden. Okay. Weiterhin in Führung, also das mit Weltmeister in Dingenskirchens in den USA, das können wir uns schon mal abschminken. Das wird gar nichts. Aber vielleicht kriegen wir davon noch einen schönen spannenden Wernkampf, weil beide Red Bull haben jetzt aufgeholt wieder. Hier wird es auf jeden Fall nochmal spannend. Aber Kevin macht ja auch in letzter Zeit sehr viel Scheiße, muss man sagen. Ne? Der fällt in Italien aus in der letzten Runde, der überlässt mir den Sieg. Heute fällt er wieder relativ früh aus. Ich weiß nicht, was der Junge macht. Nicht, dass wir am Ende nicht mal als Konstrukteursmeister werden, das wäre richtig. Ein toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Hat Ihnen der dichte Verkehr heute Schwierigkeiten bereitet? Denken Sie, Sie hatten brauchen wir zwar nicht mehr, aber so Zusammenstoß beendet zu haben? Kein Kommentar, wie immer. Tja. Trotzdem danke. Dann stellen nicht immer dieselben Fragen, Claire. So, das schwerste Rennen der ganzen Saison ist durch. Da ist Monaco ein Witz gegen. Und Ungarn ehrlich gesagt auch. Ungarn ist da auch ein Witz gegen. Ich habe gar keinen Rivalen, sehe ich gerade. Ja, der Ruf, der sollte hier überall was geschrumpft. Minimal. Was okay, für ein enttäuschendes Ergebnis. Das war ein hartes Wochenende. Wir haben Einladungen zu neuen historischen Events erhalten. Du kannst vor Ende des Wochenendes bestimmen, ob du daran teilnehmen willst. Nö, hier so. Ja, komm, ist ja egal. Russland kommt als nächstes. Und noch einen raushauen, komm. Ich brauche eigentlich gar keine freien Trainings mehr fahren. Ich brauche nicht mehr so viele Punkte. Spare ich mir das. Naja, schauen wir mal. Ich habe ja alles. Was soll ich noch machen hier? Ich bin voll aufgerüstet, außer da oben. Und das sind nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, sind noch ein paar. Okay, ich brauche noch ein paar Punkte. So, wie sieht's aus? Was sagt der Motor? Sind da noch alle Sachen ganz oder wie sieht's aus? Das ist alles noch im grünen Bereich, da brauchen wir uns gar nicht drum kümmern. Das ist gut. Getriebe ist auch noch nicht dran, glaube ich. Das hat noch 3 Rennen, okay. Gut. Was wollte ich denn jetzt? Achso, nächstes Wochenende. Ja! In Russland sehe ich mich wieder weiter vorne, auch im Qualifying. Dann, was haben wir danach? Japan haben wir danach? Und dann müsste schon die USA kommen. Die neuen Teile da kommt sind erst Mexiko, ne? Aber die. In der nächsten Session sind sie am Auto. Strapazierfähigkeitsdinger. Gucken wir uns nochmal ganz kurz das Wetter an. Kann ich meinen Vertragswert eigentlich auch komplett nach rechts steigern? Was muss ich dafür machen? Muss ich dafür als Weltmeister werden? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung und davon viel. Was wollte ich jetzt gucken? Ach, Wetter. Wo ist denn die Übersicht? Wo ist die Übersicht? Ach, da bei den Nachrichten. Ja. Ach, ein wunderschönes Wetterchen. Sehr gut. Okay, ich verabscheue mich. Ich wünsche einen schönen Sonntag, eine schöne Woche. Ich wollte gerade sagen, eine schöne kalte Woche, aber ich weiß nicht, wie das Wetter in 3 Wochen ist, weil. Wir sind ja schon. Heute ist der
Ich weiß gar nicht. 8. Februar? 7, 14, 8. Ja, heute ist der 8. Februar, wo ich das gerade aufnehme. Ich weiß nicht, was für ein Tag ist, wenn das Rennen rauskommt. Dieses Jahr war, glaube ich, Ungarn dran. Dann ist das nächste Wochenende Belgien dran. Dann ist Monza dran. Also eine Woche, in zwei Wochen. Das ist heute in drei Wochen. Das ist ja schon fast der Anfang März. Ich glaube, das ist wärmer. Bis dahin. Tschüss.